Ja, hallo. Tut mir leid, wenn ich nicht bessere Nachrichten habe. Ich hätte euch auch lieber über Urlaubsbilder oder sonstige schöne Dinge erzählt. Aber leider ist unsere Situation, wie Angela vorhin ja auch schon beschrieben hat, sehr ernst. Und sie kann sich weiterhin noch schlimmer zuspitzen und wird auch dann uns betreffen. Und ich möchte jetzt Berichte vorlesen, die der Wahrheit entsprechen und die nicht gerade sehr schön sind. Diese Menschen leben nicht mehr. Sie verloren ihr Leben in Gaza. Diese Liste wird aufgrund der anhaltenden israelischen Angriffe auf Gaza seit dem 8. Juli ständig aktualisiert. Folgende 1380 Namen wurden bereits bestätigt. Die tatsächliche Zahl der Todesopfer liegt aber deutlich höher, bei etwa 1760. Hier ist eine Internetadresse, ich gebe sie gern, wenn jemand diese Liste mit den veröffentlichten, immer ständig aktualisierten Namen nachlesen möchte. Aus Zeitgründen kann ich das jetzt leider nicht tun. Denn bei der Menge von 1760 würde ich wahrscheinlich bis heute Mitternacht hier stehen, denn auf der Liste, so traurig wie das ist, stehen die Namen, Alter und Stadt in Gaza. Und das Alter der Opfer, der getöteten Opfer, liegt teilweise bei Babyalter bis Jugendlich, 26, 30 und so weiter. Namen von unschuldigen Zivilisten, die weder Schutzbunker noch Fluchtmöglichkeit haben, eingesperrt in einem riesigen Massengrab. Wie sollen wir eine angebliche Verteidigung Israels verstehen? Sind Babys, Kleinkinder, Frauen, Männer ohne Waffen eine Gefahr für den Staat Israel? Wird dem Krieg ein anderes Gesicht verliehen? Sind jetzt unbewaffnete Zivilisten und nicht bewaffnete Soldaten eine Gefahr zur Verteidigung? Das ist nicht nur ein militärisches Ungleichgewicht, auch kein Krieg, das ist Mord und nichts anderes. Heute wurde schon wieder eine Schule bombardiert, diesmal in Rafah. Auch der Krieg in der Ukraine hat schon viele, zu viele Opfer gefordert. Die Anzahl derer wird noch höher geschätzt. Russland hat die UNO, die OSZE und das Internationale Rote Kreuz aufgerufen, humanitäre Missionen im Südosten der Ukraine zu schaffen. Bisher hat keiner reagiert. Die Weltgemeinschaft erkennt ebenso wie die Kiewer Macht die kritische Situation im Südosten der Ukraine nicht an. Anstatt einer Antwort auf ihre Bitte um Hilfe hören die Bewohner der Gebiete Donetsk und Luhansk nur neuen Beschuss. Zerstörte Krankenhäuser und Wohnhäuser, zigtausende Flüchtlinge und hunderte Verletzte. In den Apotheken mangelt es an Medikamenten. Die Geschäfte sind praktisch leer. In der Zone der Kampfhandlung leben die Menschen ohne Gas, Strom und Wasser. Mit jedem Tag verschlimmert sich die Situation im Südosten der Ukraine nur, wo seit April eine Strafoperation seitens der Kiewer Macht im Gange ist. Der Beschuss dauert an. Die Zahl der Opfer wächst. Wir fordern die deutsche Regierung wie der europäischen Nachbarstaaten und weltweit auf, diesem kriegerischen Treiben endlich ein Ende zu setzen.
Wir werden ihr nicht einschreiten zu einer Beendigung des Krieges in der Ukraine und des Genozids in Palästina als Mitschuld am Sterben und Elend unzähliger unschuldiger Menschen. Wir appellieren an ihre Vernunft und Verantwortung, derer sie sich durch ein weiteres Stillhalten mitschuldig machen. In diesem Zusammenhang möchte ich auf ein gravierendes geschichtliches Ereignis, das in wenigen Tagen vor genau 69 Jahren passierte, die absolute Grausamkeit und Nutzlosigkeit von einem Krieg in Erinnerung bringen. Zumal Angela auch vorhin das erwähnt hat, mit dem ballistischen Raketenangriff, wo die Gegenrakete atomar bestückt, gerade noch abgeschaltet werden konnte. Weil das geht automatisch. Unzählige Mahnmäler in Berlin und anderen Städten der BRD sollen die Menschen an jene schrecklichen Taten vom Zweiten Weltkrieg erinnern. Nicht nur erinnern, sondern auch ermahnen, dass so etwas nie wieder geschehen darf und soll. Nie wieder Krieg von deutschem Boden aus. Das deutsche Volk erinnert sich daran. Nicht nur von deutschem Boden aus, sondern nie wieder Krieg weltweit. Daran sind sich die Menschen weltweit einig. Ich hoffe, unsere Regierung und die der USA nehmen dieses einmal zur Kenntnis. Wir wollen und brauchen keine Kriege. Und nur noch einmal zur Ermahnung und Erinnerung an eine weitere grausame und menschenverachtende Schandtat des Zweiten Weltkrieges, an die hier in der BRD und der westlichen Staaten kein Mahnmal erinnert. Weder auf das Geschehene selbst, noch auf die vielen Opfer, die dabei ums Leben gekommen sind. Diese beiden Ereignisse sollten nicht in Vergessenheit geraten. Ich möchte daran erinnern, um es sich noch einmal ins Bewusstsein zurückzuholen und auch dieser unzähligen Opfer einmal hier zu erinnern. Nur um eine Größenordnung zu nennen. Insgesamt wurden etwa 92.000 Menschen sofort, fast ausschließlich Zivilisten, an Folgeschäden starben bis Jahresende 1945 weitere 130.000 Menschen. In den weiteren Jahren kamen etliche hinzu. Am 6. und 9. August 1945 begingen die Amerikaner eines der schrecklichsten Verbrechen gegen die Menschlichkeit. So wie auch wir Deutsche Tag für Tag unsere Vergangenheit vor Augen geführt bekommen und uns unsere Schuld anscheinend niemals entledigen dürfen, so haben wir die Pflicht, an diesen historischen Tag an die Verbrechen der Amerikaner zu erinnern. Auch müssen wir diese Taten aufs Schärfste verurteilen. Erinnern wir uns an den Atombombenabwurf vom 6. und 9. August 1945 auf Hiroshima und Nagasaki. Es wurde ein Video gezeigt, das können wir hier leider nicht vorführen, aber ich möchte das schildern. Man kann es in Worte schildern. Untermalt wird dieses Video von dem Lied, was jedem bekannt sein dürfte, In Time von Enya. Dieses Lied ging weltweit bei dem Attentat von 9/11 um die Welt. Ein umgebauter B-29-Bomber sollte die erste Atombombe über Hiroshima abwerfen.
Eine riesige Bombe wird in diese Militärmaschine geladen. Die gefährlichste und grausamste Bombe, die seinerzeit zum Einsatz kommen konnte. Vor dem Abwurf der Bombe werden Bilder der Stadt Hiroshima gezeigt. Ein ganz normaler Alltag wie der jetzt hier, ein ganz normales Stadtbild wie dieses hier. Doch diese Bombe sollte in wenigen Sekunden alles verändern. Nach dem Abwurf. Ein riesig aufsteigender Atompilz. Entstehende Hitze, die größer ist als die im Kern unserer Sonne und die selbst Steine zum Schmelzen bringen kann. Die dann ausgelöste Druckwelle, die alle Gegenstände im Umkreis von mehreren Kilometern zerstört. Es werden radioaktive Strahlen freigesetzt, die auch noch weit entfernt vom Explosionsort krank machen und tödlich wirken können. Verwüstung, soweit das Auge reicht. Kein Gebäude, keine Straße ist mehr zu erkennen. Eine dunkle Totenlandschaft. Verkohlte Holzstämme, die Sekunden davor noch blühende Bäume waren. Verkohlte Menschenleichen. Die wenigen Überlebenden mit schwersten Verbrennungen und traumatisierten, weit aufgerissenen Augen zum Tode geweiht durch die atomare Verstrahlung. Drei Tage nach dem ersten Feuerinferno sollte ein noch größeres folgen, die Nagasaki-Atombombe mit einer noch viel gewaltigeren Sprengkraft. Der entstandene Atompilz und die Schäden sollten die der Hiroshima-Bombe noch einmal über das Doppelte übertreffen. Verkohlte Menschen, Trümmer und Asche, soweit das Auge reicht. Die ganze Stadt dem Erdboden gleichgemacht. Die wenigen, die überlebt haben, selbst zum Tode verurteilt durch die atomare Strahlung. Mögen die Opfer der Anschläge niemals vergessen werden und in Frieden ruhen. Wenn man Gott angreift, dann fallen Atombomben. Und jetzt wieder Gott. Ich möchte den letzten Satz durch die Störung, weil der liegt mir sehr am Herzen. Denn in unserer Geschichte und hier im Westen wurde über Hiroshima und Nagasaki mal kurz was berichtet, dass dort Atombomben fielen, aber der Opfer, der wurden keine Mahnmäler und Denkmäler gesetzt. Aber er spricht mir aus dem Herzen. Auch diese Opfer, genauso wie der Ukraine, was momentan passiert und was momentan auch in Gaza passiert. Mögen die Opfer der Anschläge niemals vergessen werden und in Frieden ruhen. Dieser Aussage, wie gesagt, möchte ich mich anschließen und appelliere an den menschlichen Verstand und das Gewissen, dass trotz weiterer atomarer Entwicklung, anstatt des immer erwähnten atomaren Rüstungsabbaus, es wirklich nie wieder zu einem solchen Verbrechen kommen wird. Ein kriegerischer Angriff auf hilflose Zivilisten und dann noch in so einem Ausmaß hat nichts mit Verteidigungsmaßnahmen zu tun. Das ist und bleibt ein Verbrechen. Im Namen aller Menschen und dem Frieden weltweit setzt diesen Kriegen endlich ein Ende.